herzlich willkommen zur 112. Folge von Forza Horizon 4. Der 2017er Bentley Continental Supersports ist so ziemlich das absolute Gegenteil von Mazda MX-5. Es ist ein sehr großes, sehr schweres und sehr leistungsstarkes Auto. Und zwar dieses 2,3 Tonnen Schiff hier. Ja, 2,3 Tonnen. Es ist leider so schwer. Hat ganze 710 PS. Der Drehmoment von knapp über 1000 Newtonmeter. Kann man machen, ne? Denke ich mal auch. Aber halt das Gewicht, 2,3 Tonnen ist jetzt nicht gerade wenig. Also sonst Allradantrieb. Dann der W12-Motor mit zwei Turboladern. Also eigentlich ein unechter W-Motor. Es ist eigentlich ein. Sind zwei VR-Motoren. Aber naja. Erstmal muss aber dieses Schiff auf der Teststrecke bewegt werden. Mal gucken, ob er auch so super sportsmäßig unterwegs ist. Ich muss sagen, die Rundenzeit überrascht mich sogar ein wenig. 2 Minuten 49,73 ist doch schneller, als ich erwartet hätte. Aber es ist wirklich ein Schiff. Es fährt sich wie ein Schiff. Man merkt das Gewicht deutlich. Es ist viel zu viel Gewicht an Bord. Klar, es ist ein großes Auto, dicker Motor, das weiß ich. Aber 2,3 Tonnen, muss das denn wirklich so viel sein? Ich weiß, es ist eigentlich ein GT. Es ist kein Sportwagen, kein Auto für die Rennstrecke. Aber das Gewicht... Man merkt so stark, dass der Wagen einfach viel zu fett ist. Da muss Gewicht runter. Leistung war völlig in Ordnung, also Beschleunigung super, auch Topspeed. Ich meine, das ist, glaube ich, der aktuell schnellste Viersitzer. Das Ding läuft fast 340 km/h. Also, das gut, Beschleunigung ist gut. Aber die Kurvenlage, auch dann die Kurvengeschwindigkeiten. Oh, ich muss teilweise so abbremsen. Oh, das war nicht so geil. Aber dann auch eine ziemlich gute Rundenzeit. Besser als ein M4. Und auch nur 0,3 Sekunden schlechter als ein Lotus 211. Das hätte ich echt nicht erwartet. Dass der Bentley doch so gut ist. Aber immer noch trotzdem
glaube ich, 2 Sekunden langsamer als der 360 Challenge Stradale. Der hat 300, knapp 300 PS weniger. Hm. Naja, also wir könnten einen Umbau auf Heckantrieb. Nee. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Na gut, ich meine, das Bodykit ist jetzt schon mal. Kann man machen. Ich finde Continental generell eigentlich. Ich finde ihn soweit schön. Aber halt Gewicht. Nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das ist auch nicht so wirklich akzeptabel. Ohne Spoiler. Kann man machen, aber ich meine, wenn es den gibt, dann nehme ich den auch, ne? Also wenn der Spoiler passt. So, der Wagen, was der Wagen nicht braucht, ist Leistung. Das werde ich die Serie lassen. Ich meine, 710 PS, 1017 Newtonmeter. Warum denn noch mehr? Das macht keinen Sinn. Aber was definitiv raus muss, also erstmal brauchen wir natürlich, muss der Busmodus raus aus dem Auto. Ah. Dann mache ich gern soweit alles rein. Aber Gewicht muss raus. Das geht absolut gar nicht. So. Das gefällt mir schon besser. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Also vielleicht. Also unter 2 Tonnen. Kommen wir da noch hin? Ich glaube eher nicht, ne? So, da kommt hier alles rein. So. Die Schwungscheibe wollte ich noch nehmen. Gut, der Wagen wollte halt durch eine Auspuffanlage noch leichter werden. Macht ja relativ viel Gewicht aus. Erstmal Reifenmischung. Haben immer schon serienmäßig Sportreifen verbaut. Das ist schon mal ganz gut. Aber das lasse ich auch so. Ein Reifen braucht jetzt nicht unbedingt. So, Reifenbreite vorne. Boah, 275er. Ist jetzt ja auch nicht so wenig. Einfach mal komplett die. Das ist aber schon relativ wenig. Man hinten 275er für 710 PS. Auch wenn es Allrad ist. Kann ruhig mal in Folgen gehen. Die Felgen gehen nicht größer. Wobei die auch jetzt nicht gerade klein sind, die Felgen. Also es sind, denke mal, bestimmt schon 21 Zöller. Also sehen wir sie 21 Zöller. Na, warum auch nicht? Ich denke, das ist denn auch genug. Die Felgen selber, die gefallen mir auch. Aber ich guck mal, ob andere Felgen leichter wären. Ja, es geht. Ja gut, 23 Kilo schwerer, nee. Die sind schon ganz schick aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ich würde gerne so, ja, unter 2 Tonnen. Das ist ungefähr doppelt so viel wie der MX-5. Wäre super. Mal gucken, was hier so die Auspuffanlage bringt. Zumindest müssten wir... Oh. Also was ist denn an der Auspuffanlage so schwer? Guck mal. Von... 2020 Kilo auf 1984 Kilo. Wie kann diese Anlage bitte 36 Kilo leichter sein als die Serienauspuffanlage? Das ist irgendwie so, das verstehe ich, warum das denn so schwer ist. Oder ist das denn realistisch, dass eine Auspuffanlage 36 Kilo leichter ist als die Serienanlage und trotzdem mehr Leistung bringt? Ich weiß ja nicht. Also der Gewichtsunterschied ist halt schon extrem. Oder ist irgendwie die Auspuffanlage irgendwie aus Gold oder so teilweise? Ich weiß ja nicht. Das ist schon... Kommt mir ein bisschen mysteriös vor. Also 2020 Kilo ist eigentlich auch... Ist noch etwas akzeptabler als fast 2,3 Tonnen. Von letztem der Serie. Alter, wir haben 710 PS. Da braucht man sich nicht über mangelnde Leistung beschweren. Auch nicht bei 2,3 Tonnen. Das geht schon gut voran. Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Ich meine, wenn du jetzt, weiß ich, 300 fährst, macht das Gewicht nicht mehr so eine große Rolle aus. Das ist hauptsächlich jetzt am Start. So, genau. Verteilung war 60-40, ist genau wie Serie. Ich mache es erstmal tief. Ja, Top Speed knapp 340. Ist für ein Auto, was regelmäßig 2,3 Tonnen wiegt, ganz nett. Weil jetzt auch ein Bugatti auch nicht gerade ein Leichtgewicht ist. Chiron. Wiegt ja auch an die 2 Tonnen. Aber zum Glück wiegt der Chiron noch ein bisschen weniger. Oder noch einen dickeren Motor hat, aber noch mehr Turboladern, noch mehr Kühler, noch mehr alles Mögliche. Aber die Chiron ist ja auch kein Viersitzer, ja? Hat ja nur 2 Sitze. Wobei es aber auch cool wäre, wenn es ein Auto mit 4 Sitzen gibt, was 400 Klamotten fährt. Das wäre schon. Eieiei.
Alter, wer kauft sowas? Besten sowieso noch so eine Limousine. Ja, so eine S-Klasse oder sowas. So schön hinten so. Schön viel Platz hinten. Kannst dich massieren lassen mit Shampoos. Fahrer drücken auf die Tube und dann fertig für 400 Klamotten. Ob sowas jemals geben wird, ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie so in den 80ern meinte, dass man irgendwie 2015 fliegende Autos haben wird. Naja. Ist ja dann doch nicht ganz so weit gekommen bisher. Wobei Autos schon teilweise ziemlich alleine fahren können. Oder sich also Fahrzeuge, ja, nicht nur Autos. Ja, das gibt's ja schon. So, wir haben ja schon natürlich 8 Gänge. Standardmäßig. Wenn schon, denn schon. Natürlich sind 6 Gänge viel zu wenig für so ein Auto. Ich frage mich, warum sich dieser Wagen eigentlich, warum das ja ein W-Motor, warum man sich so nennen darf. Ist ja so gesehen eigentlich kein echter W-Motor. Genau auch wie beim Chiron. Das ist auch kein echter W16. Denken vielleicht viele, was sie gehört haben, aber wenn man ganz penibel ist, ist es kein richtiger W-Motor. Weil ein W hätte denn, oder W-Motor hätte eigentlich 3 Zylinderbänke. Der Wagen hat 4. Das sind eigentlich ja 2 VR6 Motoren, ne? Müssen das ja sein. Beim Chiron halt 2 VR8 Motoren. Ich meine, warum auch nicht? Achso, Farbe habe ich gar nicht geguckt. Weil das soll, glaube ich, ein Blauton sein. Den finde ich eigentlich schon ganz geil. Ich habe gestern mal geguckt, schon wegen Farben. Das ist bei dem Wagen sehr schwierig, eine gute Farbe zu finden. Weil viele Farben sehen gut aus, einige nicht so. Den Wagen kann man auch so zweifarbig lackieren. Das hat die Motorhaube und so, das Dach alles so ein bisschen zweifarbig ist. Und so mit der Heckklappe. Ich wollte den Wagen nur einfarbig lassen. Felgen lasse ich auch so. Die können auch schon ein bisschen bling bling machen. Das passt eigentlich. So. Beschleunigen sollte der ganz gut. Natürlich Allrad. Da passiert auch nicht so viel. Weg da. Ja. Also, will noch jemand mehr Leistung? Noch Fragen? So, ich glaube, es ist noch bei 285 km/h. Das war keine Fallbremse übrigens. Ich wollte nur noch stylisch hier parken. Um meinen Gast abzuholen. Weiß nicht, welchen Gast ich meine, aber naja. Dann. Ich würde gerne gucken, was der topspeedmäßig läuft. Also, Rennfahren mit dem. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Also. Super Sports ist dann doch eher bezogen darauf, dass er viel Leistung hat. Aber so Rennstrecke oder so, Kurven fahren, nein. Einfach nein. Das kannst du absolut knicken. Deswegen ist zum. Nämlich zum schnellen Cruisen gedacht. Sich gegenpimmeln. Bisschen Autobahn vielleicht so geschmeidig rumfahren. Dafür, das kann der. Das kann er jetzt wirklich auch sehr gut. Mir wird mir doch keiner erklären, dass ein 2,3 Tonnen schweres P sportlich sein soll auf einer Rennstrecke. Sondern dass er sportlich mit Kurven fahren kann. Da helfen auch die 710 PS nichts. Das ist. Nein. Das Ding ist einfach nur ein Schiff. Ein Luxusschiff. So wird es auch immer bleiben. Auch wenn er 1000 PS hat, er wird auch nicht schnell sein auf der Rennstrecke. Ist er auch nicht. Deswegen wiegt, glaube ich, 900 Kilo mehr als ein McLaren 27S. Der hat 20 PS mehr. 900 Kilo mehr als ein McLaren 27S. Wo sind hier 900 Kilo? Jetzt hier fahren wir nur 311. Das ist eigentlich schon wenig, ne? Achten Gang schalten. Bei 300 irgendwas. Fahren machen. Hier so gemütlich cruisen. Ja gut, ich meine, cruisen so mit 260 km/h. Vielleicht doch, obwohl der Begriff ist jetzt ziemlich dehnbar. 200 km/h. Das macht er easy. Jetzt hier Kreisverkehr. Da sieht er gar kein Land. Deswegen werde ich auch mal den Kreisverkehr ein wenig verkürzen. So, fahr jetzt einfach mal hier lang.
Wir sehen es da schon, natürlich Fähigkeitsserie. Ich will es jetzt am besten doch sehr zeitnah noch abschließen. Deswegen mache ich heute vielleicht noch die 4 Kapitel, wenn ich es so schaffe. Ich denke mal, 3 soll ich schaffen, 4 vielleicht nicht. Dann das eine noch in der nächsten Folge. Aber in der nächsten Folge werde ich auch noch mehr Rennen fahren. Kann ich schon mal sagen. Was ich auch schon sagen kann, das ist das Auto für die nächste Folge. Das bin ich auch schon noch auf der Teststrecke gefahren. Und zwar ist es ein sehr, sehr altes Auto. Nämlich ein alter Rennwagen. Ja. Auch ein Open Wheeler. Und zwar der Mercedes W154. Ja, und es war nicht einfach, den auf der Rennstrecke zu fahren. Weil so die alte Reifen- und Bremstechnik, die war nicht so gut. Hey, du hast abgefahrene Skills, keine Frage. Aber bei dieser Art zu fahren, kommt es nur auf 3 Dinge an. Spoiler, Dämpfung und Haftung. Also kriegst du jetzt mal meinen Aventador. Fragst du dich, wie ich mir all diese Autos leisten kann? Meine Oma auch. Ja, Aventador SV. Schon ein ganz nettes Arbeitsgerät. Der Forstweg ist um diese Jahreszeit sehr schön. Lass ihn in einer Staubwolke verschwinden. Immer noch ein fettes Auto. Pass auf, fettes, aber nicht ganz so schwer. Ich meine, der wiegt, glaube ich, na, meinst du noch, was wiegt der? Also, fahrbereit. Bei der Leergewichtangabe ist das halt immer so eine Sache. Ohne Flüssigkeiten, mit Flüssigkeiten, mit Tank und sowas. Wie voll ist der Tank? Die Angaben sehr stark variieren. Deswegen denke ich, glaube ich, fahrbereit so 1,6 Tonnen, glaube ich so. Ungefähr. Natürlich ohne Fahrer. Ich denke, so 1,6 Tonnen wiegt der fahrbereit. Und hat der Bentley deutlich über 2 Tonnen. 2,2, 2,3, ich glaube, das macht dann auch nicht mehr viel aus. Und der Aventador ist auch ein Riesenteil. Ist auch ein Riesenauto, ist das. Ein riesen Motor. Schön viel Leistung. Aber der Sauert 40 PS. Hallo. 40 PS mehr als der Bentley. Der Maler Aventador 10 PS weniger als der Bentley. Und dann noch der Aventador SVJ. Der hat 770 PS. Ich kann auch gerne noch in Forza reinkommen. Nichts dagegen. Der hat 60 PS mehr als der Bentley. Entschuldigung, der Sound nicht schlecht. Aber bist du schon mal um eine Kurve gedriftet, während du jemanden überholt hast? Ich schon. So, ein bisschen quer kann der Labo auch. So. Der Abblick ist einfach brutal. Ich glaube, ich kenne kaum Autos, die böse aussehen als ein Aventador. Das finde ich schon, ist eigentlich. Vielleicht manchmal sogar teilweise einfach ein bisschen zu viel sogar. Der ist halt schon, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr böses Auto. So. Punkt zusammen hier noch. Ich glaube, wenigstens die 2 Sterne schaffen. Zeit ist ja noch genug da. Sogar geschafft haben jetzt mittlerweile. Gut, das Sterne schaffe ich eh nicht mehr, deswegen kann ich durchs Ziel fahren. Den Sound genießen. Genau. Beschleunigung, Abtrieb, Handling. Coole Sache. Gut gefahren. Es kann nicht jeder auf dem Horizon einen Aventador fahren. Aber wir können Ihnen zeigen, wie man so fährt, als hätte man einen. Aber einen zu fahren ist schon besser, oder? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich hätte, glaube ich, nicht gerne Aventador. Weil ich glaube, das Fahren ist auch nicht so einfach. Und wie auch generell im Alltag ist halt so ein Auto absolut unpraktisch. Übersicht ist kacke. Ist ein Riesenteil, mega breit, mega lang. Da siehst du halt nichts beim Einparken. Sehr problematisch. Einkaufen sowieso. Also mein Rucksack kann ich auf dem Beifahrersitz packen, aber ich glaube, dann war es das auch. Den Wocheneinkauf erledigen ist halt eher schlecht. Ja, verbrauchstechnisch tut das mir ganz doll weh. Denke ich vielleicht nur noch für mein Auto arbeiten. Man bezahlen so oder so nicht, so eine Aventador. Ihr seid eh kein Schwein leisten. Kein Normalverdiener. Was den Unterhalt angeht, ist einfach
abnormal teuer. Aber der Wagen ist auch abnormal geil. Ist leider auch so. Weißt du noch, dass ich gesagt habe, der Scout ist der beste Geländewagen aller Zeiten? Nein. Ich glaube, ich habe noch einen besseren gefunden. Den 2016er Jeep Trailcat. Steifes Fahrwerk, Überrollkäfig und mega fette Reifen. Ich kann mich für keinen entscheiden. Du musst mir helfen. Du hast vorhin gesagt, dass der National Scout der beste SUV ist. Fahr mal eine Runde und probier, oder? Was er so kann. Ich brauche eine zweite Meinung. Wer hat gesagt, es ist der beste SUV? Der beste Geländewagen, das ist ein Unterschied. Nur wer ein Cabrio nicht gleich ein Roadster ist. Da muss man ein bisschen drauf achten. Sicher, das ist das Gleiche. Ein Targa ist auch kein Cabrio, ein Targa ist ein Targa. Roadster, Cabrio ist Cabrio. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ein SUV ist kein Geländewagen, ein SUV ist SUV. Geländewagen ist Geländewagen. Und Kleinwagen ist Kleinwagen, Kleinwagen ist nicht Kompaktwagen. Das ist was anderes. Aber zwar eine Einladung, ein Kleinstwagen ist ein, zum Beispiel bei VW, das ist ziemlich einfach, ein Kleinstwagen ist ein VW Up, ein Kleinwagen ein VW Polo, ein Kompaktwagen ist ein VW Golf. SUV, ich glaube, wie heißt der? Touareg? Das heißt Touareg. Touran ist, glaube ich, halt ein Van oder Minivan. Wow. Danke, Heuballen. Weiß ich nicht genau. Auch Golf und Polo sind nicht in der gleichen Klasse. Das ist was anderes. Und mein Corsa ist ein Kleinwagen. Wie ein VW Polo. Meine Mutter fährt ein Opel Astra. Das ist ein Kompaktauto. Ne? Muss man aufpassen. Was das hier ist, weiß ich gar nicht genau. Das ist einfach nur ein krankes Teil. Ich kann einen Hellcat-Motor in so einen Jeep Wrangler reinbauen. Warum auch nicht? Ja. Spricht dann dagegen. Eigentlich nichts. Ich will auch mal Gas geben, würde ich mal sagen. Pedal to the Metal. Hoffentlich nicht überschlagen. So. Oh ja. Nochmal schalten. Ja, 240. Ich glaube, ich sollte nicht mehr ganz so schnell fahren. Oh, da war eine Brücke. Alter. Ich habe sehr spät drauf geachtet. Ja, läuft doch schon mal deutlich besser. Schön, Sprung hinterher. Ja, eine gemütliche Fahrt. Da kennst du nicht. So, ein bisschen driften. Ultimativa E-Drift. Oh, 180.000 Punkte ungefähr werde ich dann haben. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich habe mich entschieden. Willst du es wissen? Ich habe jetzt zwei Lieblingsgeländewagen. Puh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Du hast mir echt geholfen. Danke. Ja, ich habe dir krass geholfen. Aber sei bitte genau, entweder Geländewagen oder SUV. Wenn der International Scout ein SUV sein sollte, weiß ich nicht genau. Kann man nicht sagen, dass es der Lieblingsgeländewagen ist. Das Lieblings-SUV. Und der Jeep hier ein Lieblingsgeländewagen. Wenn ein Geländewagen, wenn er davon erzählt. Da musst du aufpassen, mein Junge. Ist nicht alles das Gleiche. Nur weil es so aussieht. Und er sieht groß aus, kann ein bisschen off-road. Ist ein Geländewagen. Nee. Ist es nicht. Schauen wir noch zwei Kapitel. Ach komm. Da haben wir es durch. Die nächste Folge, das wird dann der Mercedes, das wird cool. Das sage ich euch. Das ist schon eine ganz gute Idee. Hoffe ich zumindest. Jetzt geht es wieder auf den Asphalt. Abgeriegelte Straßen, Autobahn, der Witz, Tempo, Alter. Und Geschicklichkeit. Und diesmal habe ich einen richtig coolen Flitzer für dich. Meine Viper GTS ACR. Die ist für die Straße zugelassen.
auch wenn sie es wahrscheinlich nicht sein sollte. Das wird ein geniales Video. Oder hast du was dagegen? Ist ein geiles Teil. Ich kümmere mich um die Videoaufrufe. Mach du einfach dein Ding. Mann. Ich kann jetzt hier schlagen. Ist die Autobahn so eine gute Idee? Weiß ich gerade gar nicht. Wenn ich jetzt hier lang gefahren bin. Ich stand halt so in der Fahrtrichtung. Ey, ist die schnell. Oh! Ich merke, eieiei. So. Komm mal Offroad. Gerade gemerkt, das Ding fuhr sich, also die Lenkung war furchtbar. Der Grip war auch so, naja. Ehrlich fahren, deswegen Offroad. So, eigentlich auch was, ein bisschen was gehen. Oh, ein Spritschlucker. Ich meine, Aventador, der ist halt schon. Oh. Was Spritverbrauch angeht, ist das nicht nett. Aventador. Das ist gar nicht nett. Ich glaube, das schluckt ja. Also angeht, glaube ich, 15, 16 Litern. Ich glaube, eine Weiber, die lacht halt darüber, aber sind Verbrauch. Ich glaube, da geht generell unter 20 nichts. Ich meine, der Motor wird natürlich auch mit Sprit versorgt werden, so ein Riesenmotor. Ich glaube, in dem Motor sind es, glaube ich, nur 8,0 Liter. Also nur, ne? So viel Zeit habe ich. Meine Güte. Alles klar. Hä? Lol. Was war das jetzt gerade? Wieso ging meine Fähigkeitskette kaputt? Das hat absolut keinen Sinn gemacht. Sound ist halt geil, ne? Ich treffe meinen Freund. Du schaffst es. So, zerstören. Ein bisschen driften. Ah! So, okay. Wir müssen Offroad. Ich habe generell ziemlich wenig Ahnung davon, wie man möglichst schnell Fähigkeitspunkte macht. Das heißt halt überhaupt nicht interessiert, Fähigkeitspunkte, wenn man möglichst schnell möglichst viele Fähigkeitspunkte macht, weil ich immer genug davon. Da mache ich mir keine Gedanken, und eigentlich genau wie Geld. Man kann ja wirklich einfach, wie man in einem Spiel, wie schnell Geld macht, was da die beste Methode ist. Weil, juckt mich halt nicht. Weil ich sag mal, ich brauche kein Geld. Ich habe hier 23,5 Millionen. Mit 500 irgendwas Autos. Ich brauche keine Geldfarmmethoden, wenn ich schnell möglichst viel Geld kriege. So, zwei Sterne sind schon mal easy. Alles umnieten hier. Meine Zeit ist ja genug. Ich denke, für drei Sterne wird trotzdem nicht lang. Es sind noch 190.000 Punkte oder so. Was ich jetzt machen müsste. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob meine Taktik hier mit Offroad die beste dafür ist. Ich muss vielleicht mal ein bisschen darüber informieren, was dann so maßprobieren, was dann so die beste Taktik dazu wäre. Möglichst schnell möglichst viele Punkte zu machen. So, dann nicht mehr Bahnsteig fahren, weil Zug kann gefährlich sein. So, jetzt umfahren, hab ich gedreht. Schlucken, groß richtig. Mal reiner mit in den Motor. Das stören die vielleicht noch. Das könnte sogar ein bisschen helfen. Ich glaube, in den paar Sekunden ist trotzdem nicht reichen. Macht auch nichts. Ich werde es alles noch irgendwann auf drei Sterne machen. Da kann ich sicher sein.
Das lasse ich mir nicht nehmen, das alles auf den Stelle zurück, auch wenn es mir nichts bringt, vielleicht. Dass er keinen Bonus vergibt, das ist mir Wurst. So, 192.000 Punkte insgesamt. 200.000 Punkte. I don't know. Aber jetzt kann ich ja jederzeit dich anrufen. Und das werde ich. Doch gar nicht so wenig. Mal 2 Sterne. Ich habe irgendwie das Verlangen, das letzte Kapitel auch noch zu machen, aber eigentlich, das könnte ich auch nächste Folge machen, oder? Also ich meine, es fehlt noch eins. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe in meinem Kopf. 5000 Einfluss. Nehme ich gerne, gerne. Damit auch gar nicht mehr so lange zu meinem zweiten Prestige. Gibt es ja bei Prestige 1 Level 300, kriegt man das zweite Prestige. Und wird dann wieder auf Level 0 zurückgesetzt. Das zweite schaffe ich noch auf jeden Fall. Aber das dritte glaube ich nicht mehr, das dritte Prestige. Das würde ich nicht mehr schaffen. Das wäre dann ja Prestige 2 und 400 Level. Das ist einfach, das ist für mich zu krass. Haben sie sicherlich auch schon viele durch Glitschen geschafft, aber nö. Soll jeder machen, wie er will, das ist mir ziemlich Wurst. Ich sag mal so, aber vor, das ist gerade kein Spiel, wo erstmal Geldglitschen nötig wäre. Weil sich irgendwie irgendein Geld an irgendwelchen Seiten im Internet für Geld kaufen. Dass man sich, keine Ahnung, hier 10 Millionen Credits für 10 Euro kauft oder so. Das ist in dem Spiel nicht nötig. Weil wenn du das Spiel auch ein bisschen spielst, du musst es nicht viel spielen, auch wenn du es ein bisschen spielst, du kriegst genug Geld. Deswegen, ich fahre ja nicht mal großartig rennen in dem Spiel, ich habe 23 Millionen, wie gesagt. Geld zu kommen ist nicht schwer, du musst einfach nur ein bisschen spielen. Natürlich, man soll also auch nicht zu viel grinden, das ist natürlich auch nicht so der richtige Weg. Aber das ist in Forza eigentlich nicht nötig. Man kommt schnell an genug Geld, gibt viele Methoden an Geld zu kommen. Da sollte sich eigentlich keiner beschweren, dass er arm ist, da soll das Spiel einfach mal spielen. Und nicht beschweren, dass man nach 3 Stunden nicht sich alles freigespielt hat. Das ist auch, glaube ich, irgendwie logisch. Man will auch in das Spiel ein bisschen Spaß haben, ein bisschen spielen und nicht nach ein paar Stunden alles haben. Das ist ja ein bisschen Quatsch. Aber egal. Ich finde Battle ist cool, aber halt, es ist einfach nur zu schwer. Also wenn man mal vom Gewicht absieht, ist es ein sehr gutes Auto, wie ich finde. Ja. Und auch der neue Bentley Continental auch sehr geil. Das ist ja hier die zweite Generation des Continental GTs. Und die dritte, die sieht sehr gut aus, finde ich. Also optisch nochmal eine deutliche Weiterentwicklung, auch deutlich besser, finde ich. Sehr, sehr geil. Mal gucken, ob auch der neue Forza reinkommt. Würde ich auf jeden Fall feiern. Wenn auch diese dritte Bremsleuchte, sehr klein gehalten, ne? Kann man machen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!